Hallo meine lieben tarotischen Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute stellen wir das, ich kann den Namen nicht. Heute stellen wir das Visconti Sforza Deck vor, das vielen als das erste Tarot-Deck gilt, was je geschaffen wurde. Wir sind ja gerade dabei, so ein paar Standard-Decks vorzustellen und da muss das natürlich auch besprochen werden. Visconti Sforza, Franz, wo meinst du, kommt das Deck her? Spanien. Ah, das ist gar nicht so schlecht. Es kommt, Portugal? Aus einer Gegend, die auch in diesen Sprachraum jedenfalls gehört. Südamerika. Das ist, ja, das ist eine interessante Weiterbewegung. Ich dachte eher an Italien. Und zwar an Norditalien aus Mailand. Und ich erzähle gleich was zu dem Deck, aber bevor ich das mache, würde ich ganz gerne wieder aus unserem Zeittunnel verschwinden, den Franz sehr liebt, und wieder zurückkehren. Wir fahren heute nämlich nicht Auto. Genau, wir reisen durch die Zeit, ungefähr 500 Jahre zurück. Und das ist unser Zeittunnel. Dafür möchte ich jetzt sehr gerne einfach mal wieder zurück zu unserem Bücherregal kehren, wo ich mich einfach wohler fühle. Jetzt müssten wir noch so was Graues machen, weil wir 500 Jahre in die Zeit zurückgereist sind. Ja, das Visconti Sforza Deck, was Franz nachher gleich auch hochhalten wird, oder du kannst auch gerne jetzt schon mal ein paar Karten davon hochhalten, lieber Franz. Eine Karte. Ja, das ist die Rückseite einer Karte. Ja, sie sollen ja noch nicht den ganzen Spaß wissen. Alles klar. Das Visconti Sforza Deck stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Es wurde in Mailand geschaffen. Und zwar gilt es als das Deck, das zuallererst mit Tarot in Verbindung gebracht wird. Wir haben tatsächlich nicht alle 78 Karten von dem Deck, sondern hauptsächlich die Trumpfkarten sind erhalten, davon aber auch nicht der Turm und der Teufel, wobei wir nicht wissen, sind die einfach nicht erhalten geblieben oder aber ob die nie existieren. Haben die nie existiert, und das wäre natürlich auch wieder sehr interessant. Heutzutage gilt das Visconti Sforza Deck als das Deck, das so überhaupt das erste Deck ist, was in der Tarotgeschichte von großer Bedeutung ist. Ungefähr zeitgleich sind aber auch entstanden das Mantega-Deck, das ich hier einmal habe. Ja. Alles, was hier, so was hier so durchsichtig ist, ist hauptsächlich grün. Genau. Und das andere Deck, was auch in diese Zeit zählt, ist das Solabusca-Deck. Das Solabusca-Deck, das hier im Deutschen auch noch einen anderen Titel hat, wie ihr sehen könnt. Das Solabusca-Deck ist das Deck, das nicht wirklich ein Tarot-Deck ist, aber da drin sind ganz viele Motive enthalten, die später dann für die kleinen Arkana des Rider-Waite-Smith-Decks eingesetzt wurden, über das wir uns ja auch neulich unterhalten haben. Und darüber werden wir nochmal ein gesondertes Video machen. Jetzt aber zu dem Visconti Sforza Deck. Visconti Sforza, die Viscontis und die Sforza waren zwei sehr wichtige italienische Familien in der Renaissance. Wer sich mit den Borgias auseinandergesetzt hat oder die Filme gesehen hat, der hat auch da diese Geschlechter kennengelernt. Und da kam es zu einer Heirat zwischen den beiden Geschlechtern in Mailand. Und in diesem Zuge wurden die Bilder in Auftrag gegeben, die sehr groß waren. Die Karten, die Franz uns jetzt gleich zeigt, sind auch ziemlich groß. Sind Spielkarten. Genau. Wir wissen nicht, ob es als Spielkarten gedacht war, dieses Deck, oder aber als Porträts, denn die Bilder waren tatsächlich ungefähr so groß. Die Originale sind original, man kann sie in Mailand auch im Museum sehen, wenn man sich vorher dafür anmeldet. Ja, und das Visconti Sforza Deck, das ist, wie gesagt, nicht unbedingt das Urtarot, auf dem die normalen Karten? Na, normale Karten ist schwierig. Die heutzutage, ne? Wade Smiths normalen Karten. Ja, genau, also darauf basiert das, auf denen basiert das Wade Smith Deck nicht so.
Aber es ist trotzdem ein Deck, das gerne benutzt wird, mit dem gelegt wird und das einfach uns schon mal zeigt, wo können diese Bilder herstammen, nämlich nicht aus Atlantis, wie manchmal behauptet wird. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass Tarot gerne mit den Atlantern in Verbindung gebracht wird oder aus dem alten Ägypten, wie dann später die Franzosen behauptet haben, sondern dass es tatsächlich eher einen Ursprung im christlichen Europa zu finden hat. Und jetzt ist es eigentlich mal an der Zeit, ein paar von den Bildern zu zeigen. Würdest du das einfach mal tun, lieber Franz? Genau, vom Visconti Sforza Deck gibt es unglaublich viele Auflagen. Ich gebe die Karte mal rüber zu dir. Vielen Dank. Durch die Mauer. Ja, durch die Mauer hindurch. Vom Visconti Sforza Deck gibt es unglaublich viele Karten. Es gibt sie in goldener Variante mit Goldschnitt. Es gibt sie in großen und kleinen Größen. Wir haben jetzt hier mal eine größere Größe, wobei auch die Bilder etwas verwaschen rüberkommen, was ich persönlich ganz schön finde, weil sie das Alte darstellen. Und das Bild frisst mich auf. Ja, das sieht so aus, ne? Also mit diesem Greenscreen müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, genau. Aber was ich jetzt schon mal habe, ist der Trumpf, die Liebenden. Und das ist ja schon mal ganz interessant, wer sich mit anderen Tarots auskennt. Ne? Da sieht man auf dem Waite-Smith-Deck zum Beispiel Adam und Eva im Paradies. Oder man sieht auf dem Thoth-Deck von Crowley und Harris eine Eheschließung. Ne? Hier sehen wir einfach ein Liebespaar, das sich ineinander verliebt. Und die Karte heißt ja auch gar nicht die Liebenden, sondern Liebe. Also da ist einiges geschehen. Die glückliche Verbindung zweier Menschen wird damit gezeigt. Was mir auch aufgefallen ist, diese Karten haben sehr viel Grün. Ja, das jede stimmt. Jede Karte hat, glaube ich, die, Grün. Die stehen immer auf grünem Rasen, ne? Aber jetzt habe ich nur die Liebenden die ganze Zeit gezeigt. Du wolltest doch eigentlich ein paar mehr Karten zeigen und mir vielleicht auch mal erklären, was du auf den Karten siehst. Währenddessen... ich vermute mal, dass das hier eine Karte ist zu einem älteren, weiseren Typ. Das ist sehr gut. Das ist der, wie heißt dieser Typ? Der Eremit. Ganz genau, das ist der Eremit, die Karte des Alters. Sehr spannend, dass dieser Eremit, das sehen wir auch nicht oft, eben keine Lampe in der Hand hält, sondern eine Uhr. Ja, ist ein Stundenglas. Ja, das meinte ich damit. Und ein Stundenglas ist immer ein Symbol für die Zeit, die vergeht und die wir als Menschen gut nutzen sollen, während wir leben. Na? Was hast du denn noch da? Das ist, glaube ich, die Königin der Münzen. Sehr gut. Weißt du noch, wofür die Münzen stehen? Für Erde. Genau. Versuch die Karte noch etwas höher und vielleicht auch noch etwas näher an die Kamera zu halten. Genau. Die Königin der Münzen, ne? Ganz schön dargestellt, auch ganz ohne Grün. Doch, da ist Grün. Ja, ein hier. Klein bisschen Grün ist da auch und ich würde echt gerne mal einen Satz zu Ende sprechen können. Okay. Danke. Die Königin der Münzen ist ganz normal dargestellt. Also man sieht hier auf dieser Karte schon, wie sie sich dann später in anderen Decks entwickelt hat. Die Hofkarten, da sind also nicht so viele Veränderungen später gemacht worden, finde ich. Hast du denn ein paar Karten von den kleinen Arkana? Ich kann mal gucken, ob ich eine kleine Arcana-Karte finde. Der Tod. Ja, zeig uns doch nochmal den Tod. Der ist nämlich auch sehr schön dargestellt, so wie wir ihn aus dem Jedermann kennen. Ja, ganz klassisch als Sensenmann. Eigentlich gar nicht so sehr bedrohlich, wie das vielleicht jetzt auf dem Waite Smith rüberkommt oder auf dem Deck von Aleister Crowley und Frieda Harris. Man merkt hier gar nicht den Unterschied vom Menschengewand zur Mauer. Zur Dekoration im Hintergrund. Ja, das liegt daran, dass die Karten wirklich auf sehr alt getrimmt sind hier. Aber cool, ne? Wir haben hier den Wagen mit einer weiblichen Gestalt. Offensichtlich war die Victoria oder die Nike da ein Vorbild und diese weibliche Gestalt wurde ja dann später in eine männliche umgewandelt. In heutigen Decks sehen wir aber auch oft wieder eine Frau da. Finde ich sehr spannend, dass das eigentlich daher stammt. Ritter der Stäbe. Das ist der Ritter der Stäbe oder das ist der Bube der Stäbe? Der Bube. Das ist nämlich der Bube der Stäbe, genau. Ja, weil der hat... Und wenn wir genau gucken, ist es auch nicht der Stäbe, sondern...
Doch, das ist der Schwerter. Der Bube der Schwerter. Das Braun verwirrt mich. Ja, das macht ja gar nichts. Also hier noch ein Bube der Schwerter. Hier ist aber der Ritter der Schwerter. Da haben wir dann den Ritter der Schwerter. Und woran erkennt man nämlich Ritter immer im Gegensatz zu Buben? Sie sitzen auf einem Ross. Sie sitzen auf dem Pferd, während die Buben meistens stehen und sich noch mit ihrem Element auseinandersetzen. Ich dachte, der Turm ist nicht bei diesem Deck. Stimmt, da habe ich nein, da habe ich keinen Quatsch erzählt, aber Teufel und Turm sind später nachgemalt worden. Also in den Decks, die wir heute kaufen, werden wir einen Turm und einen Teufel enthalten. Aber interessanterweise sind gerade diese beiden Karten dann immer unterschiedlich in den Decks, die wir kaufen. Und sie sind definitiv nicht in den Originalen enthalten, die es gibt. Nein, es ist nicht die Welt, sondern es ist das Rad des Schicksals. Auch sehr schön dargestellt in der Mitte mit Göttin Fortuna. Siehst du, unten ein greiser Mann trägt sie, so ein bisschen wie Atlas die Welt trägt. Ne? Deswegen hast du vielleicht auch an die Welt gedacht. Den Himmel. Ja, wie Atlas den Himmel trägt. Und oben sitzt jemand mit Eselsohren, weil er glaubt, er ist ganz glücklich. Ne? Aber er wird auch wieder, wie der Mann, der schon abwärts geht, nach unten gehen. Ganz genau, weil das Rad... Man steigt nur auf, um zu fallen. Ja, das Rad des Schicksals dreht sich ewig. Und wir werden von ihm herumgeschleudert, sagt diese Karte der Renaissance. Natürlich sollen wir als Tarotberater dann auch immer darüber überlegen, wie wir denn das Rad selbst mitsteuern können. Denn wir wollen ja uns nicht dem Schicksal blind ergeben. Auch eine sehr schöne Darstellung hier, der Mond. Ja, der Mond auch wieder als Allegorie, eine Frau, die den Mond hält. Ziemlich anders, als wir das dann später kennen in den neueren Tarots. Und eigentlich hatte ich dir ja den Auftrag gegeben, nach kleinen Arkana zu suchen. Da hier eine kleine Arkana. Die vier der Münzen. Warte, ich habe hier noch eine Karte, die ich gleich zeigen will. Genau. Die vier der Münzen. Denn ich nehme die auch mal. Die vier der Münzen. Ne? Man sieht hier sehr deutlich, dass es halt noch keine ausgemalten Bilder in den kleinen Arkana gibt. Wenn man jetzt aber sich zum Beispiel die Crawley-Karte anguckt, vier der Münzen, dann sieht man, dass da dass Crawley oder Freda Harris da sich von haben inspirieren lassen, um ihre eigenen Karten zu gestalten. Also man muss hier sich entweder auf das Bild intuitiv einlassen und gucken, was passiert denn in mir, was steigt in mir auf, wenn ich diese vier der Münzen sehe. Was für einen Eindruck hast du denn, wenn du diese Karte siehst? Hast du da irgendein Wort, was dir in den Kopf kommt? Chaotisch. Chaotisch? Was findest du an der Karte chaotisch? Wie sie gemalt ist. Okay, ich finde sie ja eher strukturiert, muss ich sagen. Naja. Was findest du denn chaotisch? Wie alles durcheinander ist. Ah, du meinst es in der Mitte und so und mit den vielen Blumen drumherum. Die Münzen sind strukturiert, aber der Rest ist chaotisch. Ja, aber da haben wir ja schon eine Deutung. Guck mal, im Chaos soll man strukturiert Dinge zusammenbringen, damit alles wieder gut funktioniert. Und das ist zum Beispiel eine Deutung der vier der Münzen. Finde ich gut. Ne? Also diese Sachen kann man damit machen. Oder man muss halt tatsächlich Bedeutungen aus dem traditionellen Tarot auswendig lernen, um damit besser zu arbeiten. Das ist dann so ein bisschen wie Skatkarten legen. Das hier ist noch die Sonne. Ja, die Sonne ist wunderschön. Leute, ein bisschen desaströs gemalt. Was ist denn daran desaströs? Ja, da sind so, dieses Deck ist wirklich auf alt getrimmt und zeigt die Karten, wie sie jetzt aussehen. Die haben ja durch die über 500 Jahre, die sie jetzt existieren, um 1450, wie gesagt, sind sie erschienen, beziehungsweise die Bilder aufgelegt worden. Da haben die ja gelitten, ne? Und das finde ich ganz schön, dass man das in diesem Deck so sieht. In anderen Decks sehen die viel besser aus und sind nachgemalt sozusagen. Und hier wird die Sonne halt als auch wieder als Allegorie dargestellt, als ein bisschen als Apollo, ne, der über den Himmel rast auf einer Scheibe und die Sonne uns bringt. Und diese Allegorien, die finden wir halt sehr, sehr oft. Weißt du überhaupt, was eine Allegorie ist? Nein. Ich glaube, das haben wir schon mal besprochen. Eine Allegorie ist die Vermenschlichung eines Begriffs. Ja, also Sonne als Mann dargestellt, Mond als Frau dargestellt, sowas in der Art. Wie gefällt dir denn das Deck so insgesamt? Ist ganz gut. Die Rückseite kann man nicht besser machen.
Ja, die Rückseite ist perfekt für umgedrehte Karten, nicht wahr? Mhm. Aber das Problem ist, dass sie so lang sind, dass sie irgendwie, dass man dann weiß, bei viereckigen Karten ist es der Vorteil, da weißt du nicht, ob es auch seitlich ist. Ja, seitlich wird es ja selten im Tarot gelegt. Es gibt ein paar Decks, die tatsächlich darauf ausgelegt sind, die werden wir sicher auch nochmal vorstellen. Aber prinzipiell geht es uns ja heute auch gar nicht so sehr um die Qualität der Karten, sondern um die Tarotgeschichte und dass dieses Deck einfach wichtig ist. Wenn du dich da draußen für Tarot interessierst, dann solltest du dir unbedingt mal ein Visconti-Deck ansehen, ein Visconti-Sforza-Deck, weil es definitiv ein Meilenstein in der Tarot-Geschichte ist und dir ganz viel darüber sagt, wie Tarot in die Welt gekommen ist. Mhm. Weitere Infos über Tarot-Geschichte kannst du übrigens auf unserer Webpage nachlesen. Wie heißt du? www.dimantica.de. Genau. Oder in meinem Blog. Wie heißt der? Facebook. Nein, das ist nicht richtig. Das ist der Blog tarotwissen.de. Und du kannst uns natürlich auch jederzeit mal über so etwas ausfragen oder hier in den Kommentaren deine Fragen stellen und die beantworten wir dann natürlich auch gerne. Ich denke, das ist das Wichtigste, was wir über dieses Deck zu sagen haben. Ich glaube, das war's dann auch. Ja. Das war's dann für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr etwas habt, was euch anliegt oder was wir noch vorstellen sollen, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch etwas nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Video gut fandet, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Ganz genau. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen da draußen. Ciao.